Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir wollen mal wieder ein bisschen weiter bauen. So, was haben wir denn da Schönes? Genau, inzwischen ist hier alles am Laufen. Alles am Laufen. Alles hier angeschlossen. Alles heiti-teiti, alles tutti. Alles voll gut. Hier, achso, ja, da muss ich mal gucken, was wir hier verbinden wollen, was nicht. Da müssen wir erstmal schauen. Meteor storm inbound. Und es kommt schon wieder ein Meteoritensturm. Haben wir denn inzwischen, haben wir doch eigentlich hier genug Abwehr? Hier sind doch wieder einige Türmchen. Ich muss aber mal. Seid ihr denn schon eingestellt? Seid ihr denn schon eingestellt? Ja, naja, naja, naja. Moment, so, G-G-G-Gatling-Geschütz. Müssen wir mal alle markieren. Stellen mal alle auf 800 Meter. Bewegung bei Inaktivität aktivieren. Ja, Meteore anvisieren an. Raketen anvisieren, ja, dürfen sie auch. Kleine Schiffe anvisieren, große Schiffe anvisieren. Charaktere, Stationen, Neutrale brauchen sie nicht angreifen. Okay. Doch, das geht klar. Aber der Schauer ging auch irgendwo anders hin, glaube ich. Wir haben nicht groß was abgekriegt hier, war nichts in Gefahr. Sehr gut. Ach, da war mal wieder ein kleines Hüsterchen. So. Okay. Oh, ja. Jetzt haben wir hier also endlich Attacke. Hier sind auch. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Da ist eins noch nicht fertig. Was fehlt denn da? Stahlrohre. Große Stahlrohre. Ansonsten ist alles andere fertig. Hier auch. Da auch. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre alles fertig. Bis auf das eine. Darf ja nicht wahr sein. Haben wir große Stahlrohre? Gibt es da irgendwie ein Problem bei? Das ist ja eigenartig. Ein einziges noch nicht fertig. Moment, Produktion. Ah, er macht hier schon wieder Pause. Detem. So. Paar große Stahlrohre. Und dann könnten wir eigentlich mal hier so ein bisschen davon. Lasst mich überlegen. Davon noch ein bisschen. Da haben wir eigentlich 50.000 von gemacht, aber wir brauchen bestimmt noch mehr. Ich stelle noch mal 20.000 an. So. Alles klar, das kann auch noch alles fertig gemacht werden. Ja, dann lassen wir das erstmal laufen, ne? Aber nichtsdestotrotz müssten Stahlrohre jetzt fertig sein. Das heißt. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja. Keine Lücken mehr. Alles funktioniert. Supi. Super cool. Okay. Das ist also alles angeschlossen. Die müssten auch alle auf Montageweg sein. So, hier fehlen, glaube ich, überall nur noch die Triebwerke. Ja, hier fehlen überall. Alles andere ist montiert. Das ist richtig, richtig cool. So, da will ich mal gerade gucken. Fehlt denn irgendwie Material oder? Nee, das dauert nur lange, ne? Produktion. Hier, da fehlt ein bisschen Platin. Das ist doch aber im Zweifel Raffinerie. Da wollen wir doch mal gucken. Wir haben doch jetzt
Die Weißen sind die Großen. Moment. Raffinerie. Da Kobalt, Stein und Silizium. Kobalt, Stein und Silizium. Hier haben wir noch Nickel. Da haben wir auch noch einen Nickel mit drin. Da auch und Magnesium. Das hat alles die gleiche Sortierung. Das ist aber Kappes. Da packen wir das Kobalt doch mal nach hinten. So, da packen wir auch Kobalt nach hinten. Oh, das ist aber Panne. Kobalt und Nickel nach hinten. Hier packen wir einfach nur Uran nach vorne. Das ist ja alles ein bisschen doof sortiert hier. Da packen wir Uran nach vorne, da packen wir Magnesium nach vorne, Nickel nach vorne. Alter, alles in der gleichen Reihenfolge, echt jetzt? Magnesium vor. Das ist alles in der gleichen Reihenfolge. Dann müssen wir hier aber mal gerade hier Frachtcontainer gucken. Frachtcontainer, die nicht leer sind. Ach, da haben wir hier auch noch reichlich bei dem Schiff. So, komm, dann machen wir hier Platin. Da packen wir Platin noch mit hin. Da packen wir AG noch mit hin. Da können wir auch noch Platin hinpacken. Jetzt kommt mal hier erstmal ein bisschen Platin gemacht. Statt dem ganzen Kobalt. So, und ein bisschen Silber. Was haben wir noch? AG, MG. Da ist auch noch Platin. Hier, warte mal. Wo wird denn Nickel? Nickel. Hier wird noch Kobalt gemacht. Hier packen wir auch noch Platin hin. So und so. Kann doch nicht sein, dass wir hier, meine Güte, so viel Kobalt hier gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier liegen überall tonnenweise Kobalt drinne. Dass wir das alles so dringend brauchen. Wir haben so viel Kobalt hier, das ist nicht, bestimmt nicht nötig. Hier ist auch noch Gold drin, guck mal. Gold, Eisen haben wir auch noch nicht viel. Verarbeitet von unseren Massen. So, alles klar. Wie sieht das jetzt aus mit der Produktion? Das läuft, das wird laufen. Magnesium, doch, Magnesium, Nickel haben wir alles. Hier ist, glaube ich, nur Platin und Gold noch ein bisschen zäh. Ja, komm. Lass luffen, lass laufen. Das läuft. Okay, sehr schön. Dann sind die also auch bald fertig. Und das und das. Ja, das ist aber super. Dann. Oh, jetzt hatte ich gerade irgendwie einen kleinen. So. Das ist hier soweit in Ordnung. Ja, dann sind wir ja mit den Connections hier alles durch. Dann wollen wir, damit es ein bisschen schneller geht, davon den zweiten bauen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Hier hatte ich gesagt, schwere Panzerung, leichte. Okay, das ist ja. Schwere Panzer, das sind hier die Reaktorräume. Da muss ich mal gerade gucken, wie weit die weg war. Das ist die schwere Panzerung, leichte. 1, 2, 3. Dann die Maschine und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier ist wieder schwere, ja. Okay, warte mal, kriegen wir das hier? Das kriegen wir doch hier bestimmt irgendwie hin. Wie weit war das von oben weg? Nur zwei.
Zwei von oben, drei von der Seite. So, und wenn wir das jetzt von hier genauso machen. Eins, zwei von oben. Moment. Ich brauche mal gerade. Da. Will mal gerade. Eins, zwei von oben. Also dahin. Und eins, zwei, drei von der Seite. Das heißt, ja. Das heißt, da muss das drauf. Ne? Drei von der Seite. Ah, ne. Mit der Kante sind es auch nur zwei. Und die Kante haben wir hier. So. Und dann auch nur zwei. Das heißt, hier muss das hin. Hier muss es hin. So. Die drei. Moment. Bitte richtig platzieren. So, Computer diesmal nach hier. So. Und dann brauchen wir hier Anschluss mittig. Da brauche ich wieder ein Loch. Da kriegen wir alles hin. So. So. Wir wollen ja, dass das, wenn es nachher schneller verarbeitet ist, dass er auch schneller arbeitet in dem Sinne. So, und zwar geht das alles nach unten. Ah, das hatten wir so gemacht. Das darf, glaube ich, auch so bleiben. Ja. Okay. Dann dementsprechend hier einmal. So. Und so. Dann hier die 9. So. Und so. Und dann haben wir gesagt, komm da... die Dinger in gerade rein. So. Aua! Ah, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen hier, verdammt. So. Und der muss hier jetzt schön fertig gemacht werden. Da gucken wir mal, wie schnell es geht. Und was an Materialien fehlt. Weil eigentlich sollte er doch fast alles fertig haben. Oh ja, guck mal, da fehlen nur noch ein paar Supraleiter, die sind aber gleich so weit. Das ist ja Tutti. Oh, das ist doch perfekt. Nur noch 5 Stück, dann ist alles Tutti. Ja, geil. Noch 5 Superkonduktor und wir haben eine zweite von den Factories fertig. Das finde ich ganz groß klasse. Warte mal, die Leitungen sollte ich jetzt aber nicht zwingend unterbrechen alle. Weil da läuft das ganze Material durch. Ist eh provisorisch. Dann machen wir anders. 9. Fast. Passt nur fast. Machen wir so. Machen wir so. Alles gut.
Das wird, es sieht eigentlich cool aus mit den ganzen Leitungen so. Sieht eigentlich cool aus. Aber das ist, das lassen wir, das kommt wieder weg. Ist nur Provisorium. Aber irgendwo werde ich das noch machen. Da werden wir irgendwo, wenn wir mal eine Station bauen, eine neue, dann werde ich dementsprechend auch mit Sortierern arbeiten. Und wenn wir dann mit Sortierern arbeiten, dann werden wir das so machen. Dann wird es Frachtcontainer geben oder so. Und dann kommen, was weiß ich, Rohre von da, die sortieren da rein. Nach da, die sortieren da raus und so weiter. So mit mehreren Rohrleitungen. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Im Moment bräuchten wir da nicht. Und was? Warum ist hier noch kein Anschluss? Hier ist doch... Hä? Was? Ach, weil da immer noch super... Weil das nicht fertig ist. Haben jetzt echt noch ein paar Superkonduktors gefehlt und... Die werden nicht gebaut? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist doch alles fertig. Uno momento. Einen Augenblick. Das kostet nur Eisen und Gold. Hier, mach fertig. Warum bestellt das Ding das nicht? Moment, hat sich irgendwie... Hat sich eine Einstellung verabschiedet? Der müsste doch eigentlich... Müsste er doch hier über die Montageanlage... Montageanlage, die erste. Müsste er doch hier... Ja. Müsste er doch eigentlich Bestimmungsrecht haben. Hätte er doch in Auftrag geben können, wenn er was gefehlt hat. Ja, alles klärchen. So. Okay. Aufgaben alle. Use Assemblers. Ja. Das ist alles in Ordnung. Alles klärchen. So, dann würde ich sagen. Huste ich einmal kurz. Und dann. Machen wir hier nämlich noch ein bisschen weiter. 4. Konstruktionsupgrades. Da brauchen wir wieder das volle Programm. Moment. So. Ich will's diesmal versuchen. So, das ist verkehrt rum. Speed Upgrade. Power Reduktion. Medical. Ja, Medical. Komm, Medical machen wir auch. Alles schief hier. Medical. Mining. Cleanup. Auch verkehrt rum. Deconstruct, Projection, ja, und Deconstruct. So. Das kriegt noch ein paar Upgrades in anderen Bereichen. Hier Medic und dies und das. Speed Upgrading. Alle Klärchen. Und mir gefällt das echt nicht, dass die verkehrt rum sind. Warte mal, das ist alles Construction. Construction. Das war auch Construction. Das auch. Ich gucke jetzt mal gerade nur auf die Construction. Das ist Speed. Das ist Speed. Das ist Cleanup. Das ist Deconstruct. Okay. So.
Da haben wir jetzt erstmal gesagt, alles Construction-Dinger. Das soll doch mal richtig rum. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, weil es jetzt von alleine gebaut wird. Da, die sammeln hier auch die ganze Kacke wieder ein. Alles gut. Ist schon wieder schief. Guck dir das an. So. So. Hier wird auch gerade alles eingesammelt. Sehr schön. Da sind ein paar Teile noch nicht ganz fertig. Hier wird der Rest weggenommen. Na, jetzt. So. Ich will das doch auf jeden Fall richtig rum hier. Wenn wir das schon später fürs Schiff haben können und so, dann, ne? Moment. Generator. Oxygenerator. Meine Flasche ist schon wieder leer. Das ist nicht gut. Hallo? Das ist nicht gut. Meteor Storm inbound. Ich muss definitiv. Ich muss definitiv gleich mal dafür sorgen, dass ich mich wieder auflade. Deconstruction. Ach, hier, gucke, da sind die ganzen Batterien, die schweren Komponenten und so, die sammelt er dabei ja alle ein. Ja, ist egal. So, dann habe ich gesagt, hier Deconstruct. So. Clean up. Alter, man ist immer instant voll, das gibt's doch nicht. So. Da haben wir Cleanup. Jetzt ist es richtig rum. Und dann haben wir Speed zweimal. So. Da haben wir zweifach Speed. Speed, 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 Medical Power Reduction, Speed. Jetzt haben wir es richtig rum, damit man das auch lesen kann. Also wenn wir es schon aufs Schiff bauen hier, auf unser Schiff, was wir behalten wollen, dann soll es bitte auch richtig rum sein. Ich weiß, ist pingelig, ist banal, ist, ich hätte es gern so. So, da, jetzt sind auch die Texte alle richtig rum, alles gut. Wenn man dann nämlich hier in den Raum kommt, kann man es auch lesen. Das fände ich doof. Das Ding hier so schön aufgebaut. Das hier finde ich natürlich echt schick gestaltet, muss ich mal gestehen. Also für so ein einfaches, ne, publikes Upgrade-Modul, ist das schon cool, sind die schon cool gemacht, also. Die Modder hiervon, die haben sich wirklich, die haben sich richtig was dabei gedacht. Das ist schon echt schick geworden. So. Und beide sind fertig, beide stehen auf grün, sind startklar und haben im Moment nichts zu tun, denn wie wir sehen, wow. Unsere kleinen Triebwerke hier laufen. Jawohl, ja. So. Und dann müssen wir hier nämlich noch so eine Art Maschinenraum komplett einrichten. Das wird auch noch ein bisschen was kniffliger. Da bin ich noch am Überlegen, wie wir das denn machen. So, hier, genau. Hier wollten wir jetzt auch noch ein bisschen Rohrleitungsgedöns. Aber das geht wieder alles nicht von ungefähr. Und hier mit den normalen Rohrleitungen, das funktioniert nicht. Hier haben wir keine T-Stücke und so. Das finde ich echt schade.
Aber wir können hiermit arbeiten. So. Da haben wir eine Kurve. Ist die... Doch, ist so richtig. Und rup, rup, so. Hier war die gerade. Ja, da war die gerade Verbindung. So, dass wir hier so ein paar Sachen aneinander hängen. Und hier auch. Und hier gehen wir dann nämlich nach hier durch. Hier, das kommt dann hier in die Wand. So, das geht hier durch die Wand. Und dann machen wir da, da und da einen Anschluss. Ah, das mache ich aber anders. Warte mal. Ich habe eine Idee, wie das cool aussehen könnte. Ist dann ein bisschen gemischt, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das sieht trotzdem gut aus. Da gucken wir gleich mal. Warte, 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 warte. Nee, nicht den, sondern... Den. Passt mal auf. So, so und so. Dann brauche ich hier Kurve. So. Dann brauchen wir gerade. Kappes. Jetzt brauche ich nochmal ein T-Stück. Da und dahin. So. Alles klar, das haben wir so. Und jetzt würde ich gerne... Moment. Müsst ihr gucken, ob euch das gefällt. Ich fände die Idee gerade, glaube ich, ziemlich cool. Weil, wenn das hier schon alles, ne, so mit den Sachen gemacht ist... Ich mag das ja, wenn man dann trotzdem so ein bisschen so den einen Schein hat. Auch wenn die jetzt untereinander schon auf andere Weise verbunden sind. Fände ich das trotzdem irgendwie echt cool. So. Und dann können wir hier nämlich das genau andersrum verbinden, ne? Ihr ahnt, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will. Ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Na, ich habe keine interne Panzerung. Moment. Ich muss es nur platzieren. Na, wirst du wo richtig rum? So. Und ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Dass die alle, ne, rup, 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 und da angeschlossen. Und das geht durch die Rohrleitung hier hin. Ja, ja, ja. Und dann können wir nämlich später, ich habe jetzt leider keinen, Moment, ich muss mal gerade, kann ich, doch, ich kann, glaube ich, Jetpack ausschalten. Genau, dann habe ich Magnetschuhe. Ja, ich muss Sauerstoff holen. So, und wenn man dann später hier durch die Tür kommt, bist du hier im Produktionsbereich, kannst dann hier durch und so, und dann sieht das hier schon ein bisschen mehr nach was aus. Das finde ich cool.
Doch, das finde ich cool. Das wird eine gute Sache. So, dann fliegen wir mal schnell zurück. Mir geht der Sauerstoff nämlich aus. Dann sollten wir vielleicht auch demnächst mal wieder ein bisschen Eis holen. Aber wir sind schon wieder, ja, nicht am Ende. Wir haben schon wieder überzogen. Verdammte Axt. Mann, eigentlich sollen das 25 Minuten Folgen werden. Das klappt nie. Egal. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Macht's gut. Ciao.